So, neuer Shop ist da in 5 Sekunden und die letzten Tage gab es ja eigentlich immer was Neues und was dann heute reinkommt, werden wir jetzt mal sehen. Also, Echo Williams ist noch geblieben und wir gehen direkt mal ganz oben hin. Der Kreichbeauftragte ist zurück. Alles wahrscheinlich auch wieder ein Jahr her. Oh, die Schnitttage, das wird einige freuen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Sachen direkt an. Kreichbeauftragter, ausgewählt 2 Season 8, also schon ein bisschen länger her. Dann gibt es hier immer noch die passende Hacke dazu. Und gönn dir Süßes nochmal zurück. Was aber die meisten freuen wird, ist die Schnitterhacke. Die ist ja immer sehr, sehr beliebt gewesen. Und dann gibt es noch die Fürchteflamme. Die passende Lackierung hier zu Halloween. Okay. Ich bin mal gespannt, wie lange das Zeug her ist. Ich denke mal, alles so in circa ein Jahr. Galaxy-Paket auch nochmal zurück. Was natürlich sehr, sehr oft hier ist. Und demnach leider nichts mehr Besonderes ist. Dann gibt es den Flobber ganz am Rand. Warum auch immer, ist auch der nochmal zurück. Ist ja eher so ein Spaßskin gewesen. Dann gibt es, okay, die Frankensteins Braut zurück. Und auch Frankensteins Monster. Oha, sehr nice. Die Hacke auch nochmal hier. Und eine passende Lackierung. Also wieder sehr nice Halloween-Sachen. Die Mumie ist ein kleines Paket gewesen. Auch nochmal zurück. Sind alles relativ seltene Sachen, hätte ich jetzt gesagt. Was haben wir hier sonst noch? Tägliche Sachen, Mario Skin und die Sternbotin. Ansonsten noch überlebenden Überschlag, okay. Dann gibt es noch Knetanimationen, diese Lackierung zurück, die jetzt ehrlich gesagt viel zu farbenfroh ist. Also ich finde die jetzt nicht so nice. Und dann gibt es noch Glitter. Kellenkunst noch zurück und ich würde sagen, ich gucke mal schnell, wie lange das Verkehr ist. Okay, oben alle Sachen 357 Tage her, also knapp ein Jahr kann man sagen. Darunter die Sachen sind einen Monat her und die Sachen 239 Tage. Und ich bin ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, aber hier sind echt krass seltene Sachen dabei. Kellenkunst 539 Tage her, Glitter nur 2 Monate, Überleben Überschlag ist 3 Monate her, Knetanimation 744 Tage her und die Sternbote 284 Tage. Der Skin hier einen Monat. Also Knetanimation über 700 Tage nicht da gewesen. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Und der Rest ist halt hier gleich geblieben. Trotzdem relativ krass. Also oben sehr, sehr beliebte Sachen zurück. Und hier was krass selten ist. Okay, nice.